Hallihallo und Servus aus dem Weltraum. Captain Holger hier, der zum ersten Mal in seinem Leben, ja, es ist tatsächlich wahr, zum ersten Mal in seinem Leben EVE Online ausprobiert. Ich bin Videospieler seit 1986 ungefähr. 2003 kam EVE Online auf den Markt und hat sich seitdem bis heute 2020 gehalten mit einem Konzept als MMO, das tatsächlich ja, mehr Sandbox-MMO als Theme Park ist, also was ganz anderes als World of Warcraft im eigentlichen Sinne. Und ich habe mich aber nie getraut, muss ich gestehen. Ich mag Space-Spiele, also Weltraumspiele, ich mag 4X-Spiele, ich mag alles Mögliche. Aber irgendwie, ich habe mir irgendwann mal EVE Online angeschaut und es war mir viel zu menülastig und sonstiges. Jetzt habe ich allerdings herausgefunden, dass EVE Online einen neuen, erleichterten Einstieg haben soll. Und da habe ich mir gedacht, okay, nach all den Jahren ist es doch jetzt mal an der Zeit, das auszuprobieren. Und genau das mache ich heute und da nehme ich euch mit. So, zum Spiel selbst. Wir fangen einfach an. Es ist wirklich, es ist das erste Mal, dass ich spiele. Es ist das erste Mal, dass ich das gestartet habe. Vor dem Bildschirm, den ihr jetzt hier seht, kam nur das Einstiegsvideo. Sonst nichts. Kein Menü, kein gar nichts, keine Einstellung. Also, hier haben wir vier Imperien, aus denen wir uns jetzt eins aussuchen. Amar, Kaldari, Minmatar und Galente. Ich habe gelesen, es gibt welche, die sind besser für PvP, es gibt welche, die sind besser für PvE. Wird aber für uns egal sein. Wir spielen das Ganze an, das hier wird eine Reihe, es werden, glaube ich, vier Videos werden wir wohl machen und ich will euch mal den Anfang, den Einstieg in dieses Spiel zeigen, beziehungsweise euch mit mir gemeinsam erleben lassen. So, ich habe mich für die Kaldari entschieden, Schiffe des Imperiums sehen so aus, ah ja, okay, hier kann man durchklicken. Gut, theoretisch kann man auch einfach sagen, ich nehme die Schiffe, die mir am besten gefallen, ich mag es eckig. So, Kaldari. Abstammung. Sivir verstehen sich bestens auf konzentrierte Aggressivität. Hallo? Beim Handeln wie im Gefecht. Sie scheuen den Wettbewerb nicht und blühen unter turbulenten und hektischen Bedingungen regelrecht auf. Ja, guten Tag, willkommen in meiner Welt. Unten gerade noch gelesen, stand ein Hinweis, also die Auswahl des Charakters hat jetzt keinen wirklichen Einfluss aufs Spiel. Das ist mir so für die Immersion. Wo ist der Randomize-Button? Alles zufällig auswählen, da haben wir es. Nicht? Oh, das ist einfach, das ist, als wenn ich Space Felix Rick spielen würde. Vollständiger Name, natürlich hier. Man darf natürlich nicht vergessen, das Spiel, wie gesagt, ist 17 Jahre alt. Also, dass sich das immer noch hält, ist der Wahnsinn. Dürfte eigentlich wirklich neben WoW das am längsten laufende MMO sein. Korrigiert mich, wenn ich mich täusche, aber das wäre schon sehr... Das würde mich wirklich extrem überraschen, wenn ein anderes noch länger laufen würde. Und damit geht's los. Captain, wachen Sie auf. Ich bin es, Aura, Ihre KI-Begleiterin. Ich muss darauf bestehen, dass Sie sofort aufwachen. Okay, ich wach doch schon auf. Wenn Sie nicht aufwachen, muss ich laut meiner Protokolle die Selbstzerstörungssequenz Ihres Schiffes einleiten, wodurch Sie in einem neuen Klon regeneriert werden. Das wäre eine Verschwendung. Ihr Körper ist doch noch gar nicht so alt. Das ist korrekt. Jetzt habe ich also Ihre Aufmerksamkeit. Da Sie wieder bei Bewusstsein sind, habe ich gute und schlechte Nachrichten für Sie. Die schlechte Nachricht lautet, dass das Interface Ihres Schiffs von einem unidentifizierten feindlichen Schiff deaktiviert wurde. Die gute Nachricht ist, dass ich es Ihnen helfen kann. Ich konzentriere mich darauf, Ihre Systeme neu zu starten und Sie bleiben bitte am Leben. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, bewegen Sie Ihre Maus, um die Kamera zu drehen. Das... Okay. Also da sind wir jetzt tatsächlich in dieser ursprünglich... Ah! Huch! Wo ist mein Schiff? Wo bin ich? Das nenne ich mal weit rausgescrollt. Ja, ist klar. Okay, cool. Wissen wir Bescheid. Doppelklicken Sie auf beliebige Stelle im Weltraum, um das Schiff dorthin zu bewegen. Wunderbar, Ihr Schiff ist nicht explodiert? Noch nicht. Das kommt mir sehr gelegen, da ich Ihr Infofenster reaktivieren konnte. Das ist hier oben. Ah, ich werde dort die aktuellen Ziele einblenden. Ah, Notruf nachgehen. Willkommen zur Position warpen. Das machen wir doch mal. Notsignal, Nähe, Schiff, feindliche, nicht mehr Energie erwischt. Warpen wir da mal hin. Okay, machen wir. Klick. Ah ja, der Hyperraum, der Warp-Tunnel. Ganz geil eigentlich. Wir waren zu weit entfernt, um rechtzeitig hier anzukommen. Visieren Sie das Wrack an, dann scanne ich nach Überlebenden. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Wrack, um das auszuwählen. Haben wir. Scanner, nicht viel feststellen, näher ran. Rechte Maustaste, Wrack, annähern. Annähern, kann ich. Wir sehen hier, 11 Kilometer sind wir entfernt. Klingt jetzt erstmal viel, aber im Weltraum bewegt man sich ein bisschen schneller.
Meine Hintergrundprozessor haben die Übersicht ihres Schiffes reaktiviert. Sie können jetzt Schiffe und Strukturen in der Nähe sehen. Ah ja. Sensoren, feindliche Einheit im Anflug, Circadian Seeker, um genau zu sein. Erfassen Sie Ihr Ziel, bereiten sich auf den Kampf vor. Klicken Sie in der Übersicht rechte Maustaste auf den Seeker. Haben wir. Wählen Sie dann Ziel aufschalten aus. Ziel aufschalten. Haben wir. Ziel erfasst. Schiffinterface. Waffen abfeuern. Jetzt perfekter Zeitpunkt. Ja, das finde ich auch. So, hui. Ist aber. Wollen wir den mal verfolgen? Nicht, dass der uns hier wegfliegt. Ha! Jawohl! Zerstörer Böschen ist wieder unterwegs. Kein Schiff im Weltraum hat irgendeine Chance. Auf Wiedersehen! Dieser Circadian Seeker war eine Drifter-Drohne. Sie wissen doch noch, wer die Drifter sind, oder? Sorry. Diese Angelegenheit sind sich alle Imperien von New Eden einig. Die Drifter stellen für uns alle eine Bedrohung dar. Nein, reden! Darum machen wir sie ja weg. Lass uns nach Hause fliegen. Gut, bevor wir noch größere Schwierigkeit geraten. Wir sind in Sicherheit, sobald wir an einer Station andocken. Finden Sie eine Übersicht Ihrer Heimatstation. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste drauf, andocken. Okay. Also es drängt sich ja tatsächlich ein bisschen auf. Was passiert mit dem Doppelklick eigentlich? Ah, Doppelklick. Okay. So, wir docken da mal an. Die Agency, Neocom, online. Während unseres Warps habe ich Ihr Neocom erfolgreich reaktiviert. Sie müssen mir nicht danken. Ach, ich danke dir trotzdem. In Sachen Multitasking bin ich einem durchschnittlichen Mensch einfach weit überlegen. Okay. Über das Neocom, Vielzahl Dienste, Märkte bis hin zu... Ah, okay. Neocom ist also die Leiste links. Klicken Sie das Agency-Symbol. Ah ja. So. Die Agency. Wie bereits gesagt, Drifter-Bedrohung, große Sorgen, weiterer Auftrag. Ha! Und was noch wichtiger ist, Sie sind bereit, für Ihre Dienste zu zahlen. Hey, count me in. Langstreckenscanner, Anwesenheit, Seeker, Ansammlung, Wrackteile, beseitigen, Ermittler eintreten. Ah, wunderbar. Fliegen Sie zum feindlichen Ziel, zerstören Sie es. Das ist eine Aufgabe, die ich verstehe. Das ist der Finger, da wo der hinzeigt, das machst du kaputt. So muss man mit mir sprechen. Also okay, ich kann hier abdocken oder ich kann auch hier abdocken. Da zeigt das mir an, weil es mir da anzeigt, funktioniert es da auf jeden Fall. Also probiere ich es hier, ob es wirklich auf zwei... Abdocken läuft. Es gibt zwei Buttons, die dasselbe machen. In einem Bildschirm. Okay. Wenn Sie bereit für den Auftrag sind, sollten Sie zu den von Concord angegebenen Koordinaten fliegen. Oh, Roberto Trix. Ha! Legionär Cardo. Ja, das sind doch Spieler, garantiert. Zur Position warpen. Ich mache einfach mal hier, weil das ist mir ein bisschen unübersichtlich. Du willst doch jetzt nicht... Kollege, du bist gerade... Durch die Station geworbt. Also so richtig durch die Station. Wir haben hier unten, das sind unsere Waffen. Civilian Gatling Railgun. Präzisionsabfall innerhalb von 7300 Metern. Optimale Reichweite 5200 Meter. Schaden pro Sekunde 3,7. Schadenswirken 3 HP irgendwas und 4 HP irgendwas anderes. Fliegen Sie näher an diesen Seeker heran. Erfolgschancen wäre Jammerschaden, wenn Sie sie überlassen. Seeken, wählen Sie umkreisen. Genau, umkreisen. Da war doch was. Umkreisen. 1000 Meter. Wieso 1000 Meter? Optimale Reichweite innerhalb 5000. Da will ich doch gar nicht 1000. Da will ich doch 5000. Und dann kann ich jetzt schon mal schießen. Schieße ich jetzt schon auf den? Ja, er schießt schon. Fantastisch. Okay. Aber ich finde es jetzt schon mal ziemlich interessant, weil durch diese Art der Steuerung das Ganze etwas weniger hektisch erscheint. So, Seeker ist Schrott. Sehen wir nach, ob es in den Wrackteilen wertvoll ist. Rechte Maustaste auf das feindliche Wrack. Zack. Frachtraum öffnen, 3 Metal Scraps. Alles erbeuten, ein Gegenstand. Läuft, meins. Also unseres, wir spielen es jetzt zusammen. Allerdings ist unsere Arbeit noch lange nicht getan. Machen Sie Ihre Anzeige frei. Machen Sie die Anzeige frei! Schließen Sie das Inventar, um fortzufahren. Wie schließe ich das Inventar am besten? So, okay, Dankeschön. Erstatten wir Concord Bericht und holen Ihre Belohnung ab. Öffnen Sie das Tutorial in der Agency. Zack, und holen sich die Belohnung. Beanspruchen. Das ist mal Online-Banking. Space-Online-Banking. So schnell muss das nämlich gehen, meine Freunde. So, was sollen Sie Erfahrung mit Waffenreichweiten aktivieren? Zack. Immer gleich weiter. Sollten vielleicht in Ihrem Konto nachsehen, ob Concord Ihre harte Arbeit auch entsprechend vergütet hat. Da ist also unser Konto. Wunderbar. Also gut, wir kriegen das hier schön alles erklärt. Muss ich sagen, der Einstieg gefällt mir schon mal wirklich, wirklich gut. Einkommen 15.000 haben wir bekommen, Ausgaben haben wir keine, Agentenmissionen, verschiedenes, weil die Plex ist, glaube ich,
die kaufbare, also für Echtgeld kaufbare Währung, aber ich kann mich täuschen. ISK-Kontostand und Transaktionsverlauf, Transaktionen, hier Missionsbelohnung ist überwiesen worden. 5.000, ey, 5.000 haben wir gleich geerbt am Anfang. Yay, ole, ole, ole. Hier, 8.50 Uhr, 5.000 ISK geerbt, 9.05 Uhr gleich nochmal 10.000 hinterher als Belohnung. Also eine Viertelstunde, ja, für so ein Erbe, auf so ein Erbe wartet man für gewöhnlich sein ganzes Leben lang. Und dann aber eine Viertelstunde später, du machst eine kurze Popelmission und kriegst das Doppelte. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Mit dem Konto können Sie Ihren ISK-Konto, genau, bla. Sie haben Ihr Geld lange genug angestarrt. Genau meine Gedanken. Next. Concord Lob, dieses Spiel hier, Siegerdaten, Lob, Infofenster, Position Walken, ganz genau so machen wir das. Ich glaube, das ist etwas, das geht jetzt schon nach einmal machen echt fix. Mission annehmen, zu Position Walken. Es sei denn natürlich, man muss noch irgendwie sich vorbereiten, weil man weiß, das wird jetzt eine richtig harte Mission, man muss sein Schiff noch ausrüsten oder sonst was, aber grundsätzlich annehmen, Warpen, fertig. Unsere Informationen waren korrekt. Die Seeker haben sensible Daten an die Wachtürme übertragen. Achtung, sie sind bewaffnet. Oh mein Gott! Sofort ausschalten. Doch selbst der nächstgelegene Turm ist noch zu weit entfernt. Denken Sie dran, um die Genauigkeit Ihrer Waffe zu gewährleisten, müssen Sie nach optimale Reichweite richten. Maustaster, Prever, genau, das hat man ja eben schon gesehen. Hier, 7380 ist die Gesamtreichweite. Optimale Reichweite 5200. Deswegen Sentry Tower umkreisen. Ich habe hier übrigens, da ist das Umkreisen schon, 5000 Meter. Standardentfernung festlegen, 5000. Dann muss ich nämlich immer nur diesen einen Knopf drücken. So, und dann passt das. Und ja, dann können wir auch schon loslegen. Ziel aufschalten. Was wird denn das hier? Schieß jetzt! Zifix! Gefühlt muss ich ganz froh sein, dass das hier gerade ein Tutorial ist, weil ansonsten... So, umkreisen... 5000. Jetzt sollte der doch eigentlich zum nächsten Turm hinfliegen. Nachbrenner anmachen, kann ja nicht schaden. Ein bisschen Gas geben, macht das einen Unterschied. Okay, ja, ein bisschen was. Jetzt der weiter entfernte Turm. Umkreisen, W und Linksklick. Ah, ja, gut, das ist natürlich das Nächste. Wenn man EVE Online spielt, ich glaube, das ist keine Überraschung für irgendwen, dann darf man die Tastatur gerne mal auswendig lernen und wirklich alles, upsie, ausmachen, aus! Uiuiui, wo bin ich denn hier? Da. Oh, hier, perfekte Reichweite. Können wir mal schießen, bitte? Warum wird hier nicht geschossen? Ziel aufschalten. Schießt du jetzt? Jetzt. Jetzt wird geschossen. Muss ich gestehen, das finde ich ein bisschen schwer verständlich noch. Also warum hat er nicht vorher geschossen? Warum konnte ich das nicht anklicken? Also ich habe es geklickt, aber warum ist da nichts passiert? Obwohl ich doch eigentlich schon in optimaler Reichweite war. Ich glaube, das sind auch einfach Dinge, ich meine, hey, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt, selbst mit so einem Tutorial, kannst du natürlich nicht gleich alles verstehen. Also ich glaube, wenn ihr ernsthaft überlegt, mit EVE Online anzufangen, dann seid ihr auf jeden Fall, also mit dem Tutorial sicherlich schon gut bedient, für dieses Grundfeeling, aber sucht euch Leute, die EVE Online spielen, sucht euch einen erfahrenen Spieler, der euch da wirklich nochmal ein bisschen mit reinnimmt. Das soll es mal fürs erste Video gewesen sein. Wir machen weiter. Wie gesagt, ich plane 4 Videos zu machen, in denen ich euch den Einstieg in EVE Online zeigen will. Ich habe gesehen, das sind jetzt, ich glaube, 9 oder was von diesen Tutorial-Missionen. Ich glaube, die spielen wir einfach mal alle durch. Und dann habt ihr einen Überblick, wie das aussieht und was hier zu tun ist und was hier geboten ist. Und ich glaube, dann habt ihr schon ein bisschen Bock drauf. Vielleicht habt ihr dann noch die Zeit. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.